Liebe Freunde, es gibt doch immer wieder ganz überraschende neue Erkenntnisse, auch in diesem unserem Lande hier, gerade was die Wahl angeht. Sie werden sich vielleicht erinnern, wenn Sie Verwandte zu DDR-Zeiten in der DDR hatten oder wenn Sie selber dort gelebt haben, wenn es dort die Wahlen gab, hat man einen Zettel bekommen. Und nur wenn man mit dem nicht einverstanden war, was auf dem Zettel als Wahlvorschlag drauf stand, dann durfte man in die Kabine gehen und was anderes ankreuzen. Das hat dann allerdings zu Konsequenzen geführt. Gut, heute ist es anders. Sie wollen mehr wissen, bleiben Sie dran, gleich geht's los. Ja, liebe Freunde, es gibt schon sehr interessante Sachen. Bevor ich aber auf die gleich eingehe, möchte ich einen bekannten Herrn zitieren, dessen Namen ich nicht sagen möchte. Das können Sie selber googeln. Und zwar, der hat gesagt, es ist nicht entscheidend, wer oder was jemand wählt. Entscheidend ist, wer auszählt. Wie gesagt, entscheidend ist, wer auszählt. Und mit Blick auf diesen Herrn, googeln Sie den, möchte ich Ihnen mal was zeigen hier, was sehr bemerkenswert ist. Gucken Sie mal, Nummer 1. Das ist der Ort Streda. Kleines Örtchen, Sie finden das hier bei 1% auf Twitter. Und Streda, das ist schon rekordverdächtig hier, gucken Sie mal. Streda hat eine Wahlbeteiligung von 103,5%. Ich muss sagen, das hat auch früher die SED nicht hingekriegt. Die hatten meist 98% der Stimmen, aber eine Wahlbeteiligung über 100%. Das ist mal was Neues. Ja, dann gibt es hier jetzt natürlich viele Erklärungen, Computerfehler oder bla, will ich gar nicht weiter darauf einführen. Habe ich meine schwersten Zweifel. Wenn man nicht in der Lage ist, solche Kleinigkeiten hier abzugleichen, dann ist da sicherlich irgendwas passiert oder man hat vielleicht noch ein paar Stimmen da reingekippt nachträglich. Nächster Punkt. In Thüringen und Sachsen werden Wahlbeobachter systematisch ausgesperrt. Sehen Sie das mal an, mit Flatterwand oder mit Stühlen. Da können Sie nicht sehen, wenn Sie damit kontrollieren wollen, ob alles seinen rechten Gang geht. Können Sie nicht aus der Entfernung. Ich muss sagen, ich war selber 12 oder 15 Jahre lang jemand, der hier die Stimmen ausgezählt hat. Und zu meiner Zeit kann ich garantieren, dass da damals alles mit Fug und Recht abgegangen ist. Und zu meiner Zeit, als ich das gemacht habe, hier Stimmen auszählen, hatten wir auch kein Flatterband aufgestellt oder irgendwelche Stühle oder haben das Wahlbüro verschlossen oder so. Nein, da konnte jeder wirklich durch die Gegend laufen und gucken, ob wir auch das auszählen, was gewählt worden ist. Gut, das ist jetzt aber schon, ich glaube seit 30 Jahren oder so, war ich da nicht mehr anwesend. Vielleicht hat sich da heute einiges geändert. Ich will nur darauf hinaus. Wir haben so viele Wahlpannen hier und so viele unmöglichen Sachen. Wie gesagt, 103% Wahlbeteiligung finde ich schon doll. Und dann die Leute hier vom Zugucken abzusperren. Ja, und manchmal, nachdem man die Briefwahlstimmen ausgezählt hat, ändern sich die Wahlverhältnisse schlagartig. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel Prozent Briefwahl machen, 10% oder 15%, das ist unterschiedlich, aber so viel kann es nicht sein. Jedenfalls habe ich immer mehr und mehr Zweifel an dieser ganzen Sache. Und wie gesagt, rekapitulieren Sie nochmal den Spruch, entscheidend ist, wer auszählt. Ich will hier nichts unbedingt andeuten oder so, aber ich habe nur noch sehr wenig Vertrauen in das bundesdeutsche System. Gut, das soll es als kleine Anmerkung gewesen sein, weiter will ich mich gar nicht darauf einlassen, sonst wird es vielleicht noch problematisch hier mit dem Video. Also, liebe Freunde, googeln Sie mal ein bisschen. Es ist schon sehr bemerkenswert.